what happened here. Muss ich das dann zensieren für YouTube? So. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Gleich mal den halben Arm aufgeschlitzt oder was? Okay, hier ist aber auf jeden Fall jemand eingebrochen. Someone tall left this footprint. A man probably. This burglar seems to be rather clumsy. Na, nicht gerade der geschickteste Typ. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? Stimmt. Das sind Küchenschaben und Ratten. What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Okay, irgendwas ist in diesem Safe, was sehr wichtig ist. Ein Buch. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Okay, das können wir uns nicht nochmal genauer angucken. Okay, wir müssen da diesen Code herausfinden. Ah ja. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Ah ja, das ist also die Anleitung, wie man die Kombination herausfindet. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht, wenn jemand diese Memorien findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, sodass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Er liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in drei Walzen versteckt. Jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagt, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person oder eher ein Genie meinen Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Armitage an der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass sie in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass Sie die Gefahr erkennen und der Inhalt darstellt und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich Sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen Ihres Handelns erleben können. Okay. Jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Oho. Drei Walzen. Leben. Mhm.
Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Oh, Akte zum Schlüssel von Riley. Jetzt wird's mal richtig spannend. Dieser Schlüssel ist dieser Schlüssel, der das Symbol der Alten trägt, ist das einzige, das deine Psyche schützen kann. Er hat die Form eines zylindrischen Medaillons, das an einer schweren Kette hängt. Vor hunderten von Jahren wurden die Sterne und der Ast, die Kräfte des... Oh mein Gott, dieses... Teilweise, warte mal, ich muss den Controller weglegen. Vor hunderten von Jahren wurden der Stern und der Ast, die die Kräfte der großen Alten zurückdrängen sollen, darauf eingraviert. Alles deutet darauf hin, dass Charles Hawkins ihn dem Vorbesitzer, einem ägyptischen Antiquitätenhändler, gestohlen hat. Das Datum von Zeitungsausschnitten, die das Vergehen meldeten, stimmt mit den Daten von Hawkins letzter Reise nach Kairo überein. Es bleibt abzuwarten, ob er den wahren Nutzen des Schlüssels kennt. Versuche, ihn zu finden. Akte zum Schlüssel von Riley. Riley ist ja die versunkene Stadt, in der Cthulhu schlummert. Um das mal ganz kurz zu beschreiben. Handbuch zur Anatomie und Dissektion. Man muss zumindest anerkennen, dass der Titel des Buches gut durchdacht ist. Die dargestellten Abbildungen der menschlichen Anatomie und Seziermethoden werden sehr detailliert abgebildet. Man benötigt einen starken Magen oder den notwendigen Abstand eines Arztes, wenn man darin etwas nachschlägt. Medizin, immerhin auch mal da ein Fortschritt. Okay, ja, also immer mehr Cthulhu-Hinweise. Also wir haben Azathoth, wir haben Riley, wir haben die großen Alten. Ja, das alles sind sehr, sehr deutliche Hinweise. Kann ich jetzt eigentlich hier den Ort verlassen? Oder, also damit würde sich herausstellen, ob die Walzen hier sind. Ja, die Walzen sind irgendwo hier. Ich kann den Ort nicht verlassen. Things are not looking good. Kind of chalice. Dieser Kelch sieht uralt aus. Er scheint aus Gold und echten Edelsteinen gefertigt zu sein. Ergeben die Rubine und Saphire ein besonderes Motiv? Ah, cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Okay, jetzt haben wir einfach mal die Walzen. Okay, dann war das tatsächlich dann... Oh, das habe ich noch gar nicht gelesen gehabt. Sehr gut, Medizinfortschritt. Das heißt, ich kann mir jetzt hier mal die Walzen geben. And these red drops, like precious stones, lie fixed. Set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling. And my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Okay. So, die Weiße Königin ist umringt von Soldaten. An der Zahl sind es 6. Also 2 ist 6, 3 ist 9 und 1. The Chalice of Knowledge. Was hat er nochmal zum Kelch gesagt? And these red drops,
Okay, die Anzahl der roten Tropfen. The Chalice of Knowledge. Okay, da ist ja der Kratzer, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 und 9 ist, glaube ich, dann korrekt. What did Drake say about this collection? Die Arkham-Anthologie. Band 9. Azathoth und andere Schrecken. Eine Gedichtsammlung von Edward Pickman Derby, auch als Albtraumlyrik bekannt. Diese Sammlung von Gedichten wurde bei ihrer Veröffentlichung 1908 mit Begeisterung aufgenommen. Derby war zu der Zeit erst 18 Jahre alt. Dieser Band ist Teil der Arkham-Anthologie, einer wertvollen Sammlung von Abhandlungen und Arbeiten über Esoterik und das Übernatürliche. Und Azathoth, das steht jetzt hier nicht, ist aber im Cthulhu-Mythos extrem wichtig. Also der Cthulhu-Mythos heißt Cthulhu-Mythos, weil Cthulhu ja das einzige Wesen im ganzen Mythos ist, das so ein bisschen auch optisch beschrieben ist und zudem auch ein bisschen mehr bekannt ist, obwohl er jetzt niemals da einer großen Geschichte war. Es gibt zwar diese Kurzgeschichte The Call of Cthulhu, der Ruf des Cthulhu, oder korrekterweise heißt das Buch, also diese Geschichte auf Deutsch, Cthulhus Ruf. Aber ansonsten kommt er eher so übergeordnet immer wieder bei anderen Autoren vor und wird dem ganzen Mythos vorgestellt, deswegen auch Cthulhu-Mythos. Aber Azathoth ist tatsächlich das mächtigste Wesen unter den alten Göttern. Also das mächtigste Wesen, das in dieser Welt bekannt ist. Cthulhu ist ja so gesehen kein richtiger Gott, das ist ja eher ein Priester. Aber Azathoth, der ist richtig mächtig. Der soll auch, so wird es zumindest beschrieben, das Universum erschaffen haben. Und er ist das blinde, dumme Chaos. So. Drake talked about a particular volume. Die Arkham-Anthologie ist extrem wichtig, denn Arkham gehört auch mit zur Welt von H.P. Lovecraft, ist deswegen extrem wichtig und die Arkham-Anthologie ist deswegen auch hier für die Geschichte einfach ein sehr, sehr cooles Gimmick, um nochmal sehr deutlich auf den Cthulhu-Mythos hinzuweisen. Der Schlüssel Solomon, ein Zauberbuch, das angeblich vom legendären König Salomon geschrieben wurde. Es enthält verschiedene Rituale der Anrufung und Fluchrituale. Neuauflage von Claudia D. Waits basierend auf dem Original von L.W. D. Lawrence. Dieser Band ist Teil der Arkham-Anthologie, einer wertvollen Sammlung von Abhandlungen und Arbeiten über Esoterik und das Übernatürliche. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Eine Sammlung von langfristigen astrologischen Vorhersagen in Versform, nämlich Band 6, die Prophezeiungen, verfasst von Nostradamus, übersetzt von E. Leoni und Theophilus Whitebridge, ja, auch wieder Teil der Arkham-Anthologie. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Massa di Requiem per Shogai, eine Oper in 8 Akten von Benvenuto Cellini Brodighera, ein berüchtigtes lyrisches Werk, das 1768 in Italien veröffentlicht wurde. Man sagt, dass die Oper nur einmal aufgeführt wurde und bei einem Aufruhr im Publikum mehrere Tote und Vermisste zu beklagen waren. Wow. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Oh, Band 7, Isis entschleiert. Das passt ja auch irgendwie zur heutigen Zeit. Ein Buch der esoterischen Philosophie und ein Schlüsseltext in der theosophischen Bewegung von Madame Blavatsky, verfasst von Helena Petrona Blavatsky. Nicht Blavatsky, sondern Blavatsky. Dieser Band ist auch mal wieder Teil. Na gut, das ist auch alles Teil. Alles Teil hier, alles ist Teil. So. What did Drake say about this collection? Corpus Hermidicum, verfasst von Hermes Trismegistus, übersetzt und bearbeitet von Nathaniel M. Coppelius. Diese Sammlung von Schriften zu verschiedenen Glaubensrichtungen wurde von einem legendären Philosophen verfasst. Sie enthält eine Übersetzung der Tabula Smaragdina, einer Unteralchemisten des 16. Jahrhunderts berühmten Schrift. Das wollte ich eigentlich sagen. Drake talked about a particular volume.
Ein altes friesisches Manuskript, übersetzt von William R. Sandbach, nämlich Arkham Band 1, Ura, Linda. Im Text wird behauptet, dass in ferner Vergangenheit Europa und andere Kontinente von den Müttern dieses Volkes kontrolliert wurden und dass außerdem unser Alphabet aus der friesischen Sprache stammt. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Band 3 der Arkham-Anthologie, Dinge, die nicht sein sollten. Eine Sammlung von Aufsätzen über amerikanische Folklore und urbane Legenden, geschrieben von Albert Wilmarth, Professor an der Miskatonic University. So. Gut. Jetzt können wir hier endlich den Tresor öffnen. Die Zahlen haben wir schon, nämlich 5, 6 und 9. Sechs, stimmt. Bestätigen. Ach, hier Schloss wechseln, ja. Und 9. Hä? Das war doch Azathoth, oder? What did Drake say about this collection? Ja, Azathoth war Band 9. Stimmt, unsere Zahl sinkt. 2. Dann ist 2 die richtige Zahl. Es geht nicht um die Gegner, es geht um die Beschützer. Das dürfte dann die 2 sein. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Oder zählt der Turm auch noch mit dazu? Dann sind es ja 3. Oh Gott, ich hätte mal jemals Schach spielen sollen. Ah. Lasst mich raten, das Necronomicon? Oh nein, Riverside Institute mal wieder. In der namenlosen Buchhandlung verfolgte Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und Sarah Hawkins darin aufbewahrt hatten. Ein in Menschenhaut gebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detektiv unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Das, ja, ein Buch in Menschenhaut gebunden, das kann tatsächlich nur das Necronomicon sein, denn das ist ja bekanntlich in Menschenhaut gebunden und mit Blut geschrieben. Zumindest wird es so erklärt in Tanz der Teufel. Ob das auch so in echt ist, weiß ich allerdings nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr deutlicher Hinweis auf das Necronomicon, wobei in Menschenhaut, wie findet er das daraus? Er fasst das an und denkt sich, oh ja, das ist natürlich Menschenhaut, ne? So kann nur Menschenhaut aussehen und sich anfühlen. Also finde ich jetzt lustig, aber schon ein bisschen überzogen, sage ich mal, dass er, ja, das einfach der Beschreibung, der Visualisierung dient, das Ganze ja
kann man ja sagen. Und dieser Ladebildschirm ist unglaublich lang. Aber wir wissen, dass nicht wir zurück im Riverside Institute sind, sondern wir sind projiziert in einen anderen Körper. Ich bin schon extrem gespannt, welcher, wenn dieser blöde Ladebalken da endlich mal vorbeiziehen würde. Das ist ja das Schlimmste hier im Spiel, dass das immer so lange dauert. So, und ich trinke jetzt einfach mal einen Schluck, weil ich habe keinen Bock mehr hier mit dem Mund trocken zu reden.